Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Rising Revengeance auf S-Rang, auf dem Schwierigkeitsgrad Revengeance. So, wir machen an der Stelle direkt weiter, direkt im Gameplay. Hier, Leute, haben wir einen weiteren Passanten, in dem wir am besten Falle natürlich retten sollten. Hier muss ich mich nebenbei ein klein wenig korrigieren. Ich hatte euch im letzten Part erzählt, dass die Passanten keine Extrapunkte geben, also sie zu retten. Das stimmt nur so halb. Ihr bekommt 200-300 Extrapunkte. Die Aufmerksamen unter euch haben es wahrscheinlich im Video gesehen. Wir werden es gleich nochmal sehen. Also muss ich mich da ein klein wenig korrigieren. So, hier kommen die fliegenden Gegner ins Spiel, die mir richtig hart auf den Sack gehen. Ich musste die Stelle auch um einiges Mal wiederholen. Einfach wegen den Typen da oben, denn ihr seht es gerade, ich bin jetzt gerade im Kreis herumgerannt. Da immer wieder die Gefahr besteht, wenn ich mich an den Gegner versuche heranzuziehen, dass er genau in dieser Sekunde ballert. Und sollten wir einen Schuss abbekommen, ist damit der S-Rang und der Kein-Schaden-Bonus Geschichte. So, hier seht ihr es gleich. Oben müsstet ihr das in der Anzeige sehen. Da, 200 Punkte extra. Also, es stimmt nicht ganz. Ich meine, die 200 Punkte, die machen jetzt echt nicht den Braten fett. Ihr müsst jetzt für den S-Rang nicht unbedingt auf die Passanten achten. Aber wie gesagt, für euer Videospiel-Karma ist das natürlich sehr, sehr, sehr gut. Und nimmt's einfach mit. Ich habe mir die Stelle jetzt unnötig schwerer gemacht, weil ich halt diesen Passanten retten wollte und der echt schwer zu retten ist. Ihr habt aber jetzt hier gerade im Gameplay gesehen, wie ihr es machen könnt. Ihr geht einfach oben bei dem einen Haus entlang und lasst euch dann von da aus direkt zu den jeweiligen Bedrohern runterfallen und könnt die dann zandatsun. Die fliegenden Gegner drumherum greifen aus irgendeinem Grund den Passanten nicht an. Es geht nur um die beiden Gegner, die den Passanten bedrohen. Wenn die weg sind, dann könnt ihr euch ganz in Ruhe um die restlichen kümmern. So, hier müssen wir nochmal kurz backtracken. Den zersäbel ich am besten, bevor die Gegner da rauskommen. Ja, sind ein paar Punkte flöten gegangen, ist jetzt aber auch nicht so wild. So, hier sehen wir ein weiteres Collectible, was ihr im Spiel einsammeln könnt. Und zwar könnt ihr bei gewissen Gegnern die Arme abschneiden. So, und das sind extra Collectibles. Ich habe hier jetzt noch einen Zandatsu rausholen können, was mich gerade selber ein wenig verwundert. Eigentlich hätte das nicht klappen sollen. Aber es hat geklappt, ich werde mich nicht beschweren. Diesen Arm brauchen wir jetzt als kleines Tutorial, damit ihr überhaupt wisst, dass es dieses Gimmick, dass dieses Gimmick überhaupt existiert. Den brauchen wir jetzt natürlich, um da hinten den Schalter irgendwie frei zu bekommen. Fingerabdruck technisch mäßig und so, denke ich mal. Ich weiß es nicht mehr. Aber ja, die könnt ihr dann im Verlauf des ganzen Spieles auch nochmal einsammeln. Ich habe es selber noch nicht gemacht, weil ich es ziemlich komisch finde. Eigentlich habe ich es schon gemacht, aber irgendwie wurde das auf den Endspielstand noch nicht gezählt, weswegen bei mir die Trophy noch nicht gestackt ist. Ist wieder so ein reines Trophy-Ding für uns und für den S-Rang total irrelevant. So, hier kommen wir jetzt zu dem Punkt, den ich im letzten Part erwähnt hatte. Geheime Areale. Ja! Ihr seht es, hier haben wir gerade schon mal gekämpft gegen die Helikopter. Wir müssen jetzt einmal zurückrennen und dann spawnen unsere fliegenden Freunde wieder nach. Ja, wäre ich jetzt nicht zurückgerannt, wir hatten keinen Hinweis, dass wir hier wieder hin sollten. Wir müssen storybedingt hier auch nicht mehr hin. Wir können jetzt eigentlich direkt durch zum Schalter rennen. Hätte ich das jetzt nicht getan, dann wäre dieser Bereich nicht in unserer... Also der Bereich wäre in unserer Endzählung drin. Aber der Bereich hätte einfach keinen Rang. Der würde einfach ausgegraut werden. Was bedeutet, S-Rang ist Geschichte, könnt ihr knicken, ist vorbei. Also diese Areale immer mitnehmen. Ist scheißegal, wie gut ihr spielt, ist scheißegal, wie viel Bonus-Tandatsus ihr bekommt. Wenn ein Areal fehlt, kein S-Rang. Tut mir leid, gibt es nicht. Ich finde es genauso blöd wie ihr, weil in so einem Gameplay will man ja eigentlich nur skillbasiert kämpfen und nicht noch irgendwelche Suchaktionen durchführen. Ich bin auch kein großer Fan. Ich weiß auch nicht, warum sich Platinum dazu entschlossen hat, solche kleinen Geheimareale überhaupt einzubauen. Ich glaube einfach, damit wollten sie nur die Trophyjäger in irgendeiner Weise ärgern. Da müsst ihr halt im Voraus nachschauen. Aber wenn ihr diesem Guide hier folgt, dann solltet ihr eigentlich soweit auch alle geheimen Areale auch mitnehmen können. Ist halt nur scheiße ärgerlich, wenn man sich dann halt, wie gesagt, durchs Level quält. Gerade durch dieses Level, weil der Endboss, der hat es ganz schön in sich, muss man mal wirklich sagen. Weil trotz guter Taktik der ein paar Probleme mit sich bringt. Dazu komme ich dann aber dann, wenn wir so weit sind. So, hier ist eigentlich nichts Atemberaubendes. Hier kommen ein paar Gegner, die können wir dann schön wegzandatsun. Eins dann dazu nach dem anderen mitnehmen. Bei so kleinen Gegnerhorden, das ist natürlich die beste Möglichkeit. Wie gesagt, gerade mit der Grey Fox Klinge, da habe ich den Zandatsu ganz, ganz hart verkackt. Ihr kennt es ja nicht anders von mir, aber bei so kleinen Gegnern ist immer die beste Möglichkeit. Ihr rennt auf die zu, mit der Dreiecktaste gerätscht ihr in sie hinein und im Gerätschen könnt ihr sie dann schön durchsieben und ihnen das Rückgrat klauen und zu euren eigenen machen.
um dann noch ein paar extra Zandatsus rauszuholen. Natürlich achten wir wieder auf den kleinen Schadenbonus. Ich werde es in diesem Let's Play... Wobei, kann man das Ding eigentlich noch ein Let's Play nennen? Weil eigentlich kommentiere ich ja nach. Und Let's Play heißt... ist ja auch egal. Ich habe es jetzt der einfach halber Let's Play genannt, und weil ich unkreativ bin. So, hier habe ich nochmal natürlich alles abgegrast, geguckt, ob hier noch Gegner nachspawnen, weil ich diesen Ort mit einem anderen Ort vertauscht habe, auf den wir gleich treffen werden. Aber hier liegt soweit nichts. Da ist noch eine VR-Mission. Ja, die VR-Missionen sind halt nochmal extra Challenges, die ihr in der Kampagne freischalten müsst, um sie spielen zu können. Ja, die bringen eigentlich auch nicht wirklich viel, und ihr könnt halt am Ende die VR-Mission nochmal machen. Für die Platinjäger unter euch ist das halt relevant, weil ihr die VR-Missionen alle geschafft haben müsst auf dem besten Rang, um ja auch eine Trophy dafür zu bekommen. Aber für die, die das jetzt nur just for fun für den S-Rang machen wollen, ist scheißegal. Und ihr merkt ja, ich habe ja auch nicht alle VR-Missionen. That woman. Just dodged a bullet. All right, I'm heading for the refinery. Ja, die Japaner und ihre Sexualität, ne, das ist so ein Bier für sich selber. Ja, wen wir gerade da gesehen haben, das war natürlich der Russe, den wir hier am Jagen sind, um den es hier eigentlich geht. Und die Dame daneben war der Endboss in diesem Level, auf die werden wir gleich treffen. Zack, direkt von oben. Ja, wenn ihr stealthen könnt, könnt ihr sie natürlich direkt per Zandatsu instant killen. Also auch ohne vorher irgendwelche Moves zu absolvieren, um halt einen Zandatsu hervor zu provozieren. Ja, wie gesagt, die Dame, die wir gerade gesehen haben, das ist die gute Mistrell oder Mistral. Ich nenne sie jetzt einfach mal Mistrell. Ja, ich weiß auch nicht, wie sie richtig ausgesprochen wird. Auf jeden Fall, das wird der Endboss in diesem Level sein. Ist mit einer meiner Lieblingskämpfe, ist auch wahrscheinlich der Kampf, mit dem ich mich am meisten in diesem Spiel auseinandergesetzt habe. Ich weiß noch, was für ein Moment das war, als ich die das allererste Mal auf Revengeance besiegt hatte. Das war schon ein richtig goldener Moment. Ist eigentlich ein ziemlich cool designter Gegner. Und ja, ich will auf jeden Fall nicht zu viel vorwegnehmen. Vorwegnehmen, versteht ihr? Ja, das ist natürlich richtig ganz, ganz großes Kino. Warum ich da allerdings den Zandatsu nicht hinbekommen habe, weiß ich allerdings auch nicht. Weil ich hatte eigentlich die goldene Mitte getroffen. Aber nun ja. So, hier haben wir wieder einen Ballergegner. Immer schön im Lauf bleiben, niemals stehen bleiben bei den Viechern. Und eine Lücke finden, wo ihr natürlich dann dementsprechend säbeln könnt. Da bin ich ja auf Nummer sicher gegangen und habe nicht probiert, noch einen Zandatsu rauszuholen. Das ist mit der Technik, die ich hier anwende, auch ziemlich, ziemlich schwierig. Die Kuh ist dann halt auch kein Problem. Da fliegt mir der Zandatsu wortwörtlich in die Fresse und ich krieg ihn nicht gebacken. Ja, also ihr merkt es. Ich habe bei den Soldaten am Anfang einiges an Zandatsus gut gemacht. Deswegen kann ich das bei den größeren Gegnern so in Kauf nehmen, die jetzt nicht mitzunehmen. Wir haben jetzt den S-Rang, den keinen Schaden, und von daher passt das ganze Geschehen hier. Ja, kann man eigentlich so stehen lassen. Hier ist auch noch das coole, dieses Areal. Da mache ich mal wieder Backtracken, weil ich mir nicht sicher war, ob da noch was nachspawnt. In diesem Level war ich ziemlich, ziemlich unsicher, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Sehr, sehr unsicher, weil ich halt das Spiel schon lange nicht mehr gespielt habe. Und ich mir gedacht habe, komm, guckst du lieber zweimal nach, anstatt das ganze Level nochmal von vorne aufzunehmen und nochmal zu spielen, ne? Weil, denn war bis dato alles umsonst, was ihr bis jetzt hier gesehen habt. Und das wollen wir ja auch nicht. Ne, das Areal ist sehr interessant, weil ihr seht, wir haben hier dieses große Riesenrad und die Bäume und so. Und eigentlich ist das vom Spiel auch gedacht, dass ihr die Umgebung ausnutzt, um zu kämpfen. Das heißt, ihr könnt das Riesenrad kaputt schnetzeln.
Und wenn ihr richtig gutes Timing habt, dann kann das Riesenrad auf die Kuh zum Beispiel fallen oder auf den großen Roboter. Wir müssen uns mal ein paar Namen für die Gegner hier ausdenken, würde ich mal sagen, weil die echten Namen habe ich sowieso nicht drauf. Ja, die könnt ihr dann auf die jeweiligen Gegner fallen lassen. So, wieder meine Freunde, fliegende Gegner. Helikopter, bevor der überhaupt ansatzweise auf die Idee kommt, mich abzuknallen, ziehe ich mich direkt dran. Wieder laufen, laufen, laufen. Und genau in der Lücke natürlich ranziehen und kaputt säbeln. Schön ein paar Teile rausholen, um noch hier und da ein paar extra Punkte zu bekommen, weil die Helikopter kann man nicht zahn dazu. War übrigens ein optionales Gebiet, ihr habt es gehört oder in dem Falle wohl gelesen, weil ich drüber gequatscht habe. Man hat uns um Hilfe gerufen, manche optionalen Gebiete werden schon auf der Map angezeigt, das war hier so eins, aber leider nicht alle, wie wir ja gerade sehen können, also verlasst euch da nicht drauf. The cliff is just ahead at the end of the old city. Beyond that is the refinery's backyard. So what? It's a sheer drop? The refinery's not connected to the city at all? No, it was only built 2 years ago. There should be a narrow path around there that leads to the plant. It is protected by a fence. But probably you can cut your way through. Probably. Don't get cocky. Most likely it is Desperado running security down there. Ja, man merkt auch, hier ist so weit, gerade aus dem europäischen Raum, so glaube ich, jede Nationalität vertreten. Wir haben jetzt hier den bösen Amerikaner, wir haben jetzt den guten Japaner. Raiden arbeitet mit einem deutschen Doktor zusammen, ist euch mit Sicherheit auch aufgefallen. Was ich sehr interessant an dem Doktor finde, ist, dass der Synchronsprecher, wenn er Englisch redet, mit einem deutschen Akzent spricht und wenn er Deutsch redet, dieses typisch deutsch-amerikanische drin hat bei gewissen Formulierungen von Wörtern. Ich hatte mal, glaube ich, nachgeguckt und ich meine, der Sprecher war auch ein Deutscher, aber das ist eine sehr interessante Regieentscheidung, die ich gar nicht mal so schlecht finde. So, hier haben wir Mistrials, kleine Gegner. Mit denen werden wir auch gleich beim Bosskampf einiges zu tun haben. Die könnt ihr einfach so zersäbeln, da sind auch keine Zandatsus drin. Einfach immer schön im Lauf bleiben, damit die euch nicht angreifen können und im Lauf die Viereck-Taste preschen, was das Zeug hält. Mit der Grey Fox-Klinge sind die schneller schaschlig, als du Metal Gear Rising Revengeance sagen kannst und das dreimal. So, hier haben wir wieder eine dieser Stellen, die nicht gewertet werden, aber ja, man kann hier halt trotzdem einigermaßen stressfrei durch. Die Kameras ballern sofort los, wenn sie euch sehen. Denen ist eigentlich leicht auszuweichen. Ich meine aber, ich habe es, glaube ich, hinbekommen, an der Stelle erwischt zu werden. Und ja, habt ihr gehört? Ja, super. Und es werden natürlich Gegner nachgespawnt. Den habe ich jetzt einfach mal mitgenommen. Wie gesagt, ein Zandatsu in dem Falle mehr. Ihr müsst jetzt nicht aber unbedingt euch mit Absicht unter die Kamera stellen. In der Hoffnung, dass... Ja, wobei, so schlecht ist es gar nicht. Aber irgendwann ist auch gut, ne? Ich meine, ich habe jetzt im letzten Part 20.000 Mal wiederholt, man kann nie zu viele Punkte haben. Das stimmt schon. Aber jetzt in dem Falle, Leute, drauf geschissen. Wir haben jetzt so viel an Punkten gut gemacht. Solange wir jetzt noch den S-Rang beim Endboss schaffen und den keinen Schadenbonus weiter einbehalten können. Und das konnte ich zum Glück bis jetzt immer noch. Einfach drauf geschissen. Wie gesagt, es geht ja eigentlich nur darum, eventuell Punkte nochmal rauszuschlagen, die uns fehlen können. So, hier kommt er am besten mit dem VA-Modus. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Modus hieß. Auf jeden Fall mit diesem Röntgenblick kommt ihr hier am besten durch. Den müsst ihr aktivieren, Freunde, denn Raiden weicht den Strahlen automatisch aus. Aber nur, wenn er weiß, dass sie da sind. Das heißt, immer mit offenem Röntgenblick da durchrennen. So, die Tür geht auf. Ja, da oben sind halt ein paar Gegner, die werden wir gleich noch wegkillen, die könnt ihr auch noch mitnehmen, so ist es jetzt nicht. Passt halt nur, wie gesagt, auf, wenn ihr erwischt werdet, so wie ich das gleich werde. Hier muss ich, glaube ich, sogar gleich schneiden, hier ist, glaube ich, gerade ein dicker Schnitt, weil ich, ja, der Typ kam, glaube ich, runter und dann wurde ich von allen Seiten abgeballert und da oben rennen überall Raketenwerfer rum. Und ja, die Raketenwerfer, den kann man halt nur ausweichen. Da hilft auch kein Rennen und im Rennen die Schüsse abblocken, das, da gewinnt ihr hier keinen Blumenstrauß. Ja, da war der Schnitt, weil ich es verkackt habe. Ihr seht, der Gegner steht wieder ganz woanders. Diesmal habe ich es nicht mit Bleib im Hintergrund probiert. Ich glaube, 2-3 Mal ist mir das passiert und da habe ich mir auch gesagt, weißt du was, scheiß drauf. Da habe ich ihn direkt mitgenommen. Ihr könnt Stealth durch die Stelle, wenn ihr die jeweilige Geduld natürlich mitbringt. Ich habe sie nicht mitgebracht, ich wollte nur noch durch. Ihr dürft ja halt auch nicht vergessen, dass ich an dem Level jetzt natürlich länger sitze als jetzt
dieses Video und das letzte ging. Das war ziemlich lebensmüde, da habe ich Glück gehabt, dass meine Hitbox noch nicht ganz funktioniert hat, weil ihr seid nach einem Zandatsu für kurze Zeit verwundbar, das dürft ihr nicht vergessen. Und gerade bei Schüssen ist das nicht gut. Und wie gesagt, wenn euch 0,2% nur abgezogen werden, sind das 0,2%. Kein Schadenbonus ist damit Fujikato. Also ich glaube, hier müsste jetzt auch ja, der Endkampf kommen. Viel Spaß damit, viel Spaß damit. Ist ein geiler Kampf, ist ein sehr, sehr geiler Kampf. Hat mir mal wieder eine Menge Spaß gemacht, auf jeden Fall. I was wondering when you'd come, Jack the Ripper. No one calls me that anymore. Dosaev, where is he? I can show you a better time than that crusty old bear. You're in charge here? I am Mistral, the Cold Wind of France. And you, your reputation precedes you. Liberian, but white as snow. A natural-born killer, even as a child. That was a long time ago. I was born in Algeria myself, you know? I'm only half French. And? We had our own civil war in the 90s. So you see? Cut from the same cloth, you and I. You don't know me. I lost my whole family. Everything. But I butchered those fuckers. My family's killers. That's when I realized I am a killer too. And a good one at that. I slaughtered dozens in Iraq, in Afghanistan. I'd found my calling. Proud of that, are you? What happened, happened. To be honest, I found it quite dull. My enemies fell like domino, one after another. Not once did I feel threatened. I was adrift, without challenge, without purpose. At times, I even envied my prey. At least they had a cause to die for. And then, I met him. Who? And I knew what I had been missing. His ideals gave my life meaning. Ideals, Jack. What are yours? I protect the weak. Still? So naive. And if I must kill to protect them, then so be it. It seems we have less in common than I thought. I'll take that as a compliment. If you would kill for your ideals, then surely you are ready to die for them. Ja, da haben wir die gute. Da muss ich jetzt ganz schnell zum Punkt kommen. Passt auf, bei der ist nicht... Also der Gegner selber ist eigentlich nicht die Schwierigkeit. Bei dem Kampf, erstmal wieder auf die Muramasa natürlich, meine Endboss-Waffe. Immer schön dran denken. Bei dem Kampf ist eigentlich nicht der Gegner die Schwierigkeit. Ihr könnt fast alle Attacken von ihr blocken. Das Problem sind ihre kleinen Roboter-Kollegen, die um euch herum rumwuseln. Ihr habt es gerade gesehen, der eine Roboter hat mich probiert von hinten zu greifen. Und wenn die euch greifen, könnt ihr euch für eine kurze Zeit stunnen. Und in dieser Zeit kann sie euch natürlich erwischen, was ziemlich scheiße ist, wenn man, wie gesagt, keinen Schaden haben möchte. Hier sieht man es nochmal. So, ich müsste sie auch gleich fertig haben. Eigentlich verhält sich die Kiste in allen Phasen gleich. So, in der ersten Phase ist es noch ziemlich simpel, da wir viel Platz haben zum Kämpfen.
In der letzten Phase wird es ein bisschen heftig. Ich werde übrigens jetzt schon ein bisschen was zur letzten Phase sagen, weil Mistrille hat meiner Meinung nach einen der besten Themes im ganzen Spiel. Und ich will das Theme nicht komplett überreden. Deswegen werde ich in der letzten Phase mal komplett meine Schnauze halten. Und ihr genießt den Kampf. Wie gesagt, der Unterschied ist einfach nur jetzt. Da ist die erste Phase auch schon vorbei. Der Unterschied ist jetzt hier einfach nur, dass wir eine Menge Platz haben. Deswegen ist das noch kein Problem. Ganz wichtig und weswegen auch die letzte Phase ein großer Problem ist. Ein großes Problem ist, sind die ganzen Fässer, die um euch herum stehen. Ihr habt gesehen, in dem ersten Stadium standen nur vereinzelt Fässer. In der letzten Arena stehen da Tausende von rum. Also nicht Tausende, aber zu viele. Und hier kann ich euch einfach nur raten, da braucht ihr einfach Glück. Fokussiert euch auf sie, aber guckt immer um euch herum, dass ihr die kleinen Roboter angreift. Also, wenn ihr kurz Zeit habt, um zu schlagen, so wie ich es jetzt gerade mache, die zweite ist meiner Meinung nach übrigens auch die einfachste Phase, weil man sie hier gut im Auge behalten kann und weil man halt echt nur von einer Seite angegriffen werden kann. Aber ich liebe diesen Kampfwechsel, das ist super hier. Wie gesagt, fokussiert euch nur auf sie, dass ihr sie immer ablockt, weil sie kann euch auch one-hitten auf Revenge. Und guckt halt, wenn ihr mal merkt, okay, ich komme sowieso nicht an sie ran, dass sie ab und zu vielleicht mal ganz notorisch nach hinten schießt, so ganz sporadisch. Weil ihr könnt immer einen der Roboter treffen und die werden immer um euch herumwuseln. So, den Angriff, den sie jetzt macht, den könnt ihr ganz leicht ausweichen, indem ihr euch einfach direkt unter sie stellt. Da greift sie nicht an. Und wir müssen jetzt auch gleich in der letzten Phase sein und die werde ich jetzt einfach mal so laufen lassen. Genießt das Gameplay, genießt die geile Mucke. Viel Spaß damit. Wir hören uns gleich wieder. Da habt ihr gesehen, ich hatte das Glück, dass ich sie critten konnte. Sie hat mir probiert, einmal den Roboter in die Fresse zu schlagen und dabei konnte ich ihr per Critical Counter fast alles abziehen. Ihr braucht hier Glück. Wie gesagt, auf die Fässer achten, sie in meinem Auge behalten, weil sie gerne von der Seite angreift. Und was halt noch ganz wichtig ist, wenn ihr sie Zandatsun könnt, also in Quicktime habt, immer den Stab angreifen. Die blauen Stellen sind für euch relevant. Mehr muss man zu dem Boss eigentlich nicht wissen. So, zack, da haben wir sie. Keinen Schaden, S-Rang. Damit ist alles in sauberen Tüchern. Das war das erste Level von Metal Gear Rising. Mistro, report! Your vitals are dropping. I lost. So this is how they felt. What? Dying. For a cause. Wait. No, hold on. I am sorry. He was too much. I do not need apology. I need you alive. But I know you will never fall. What? What is this talk about? Just him. The tumor car. Just him. Mister, you never. She's not talking to you, idiot. You killed her! You vile nuts! Murderer! That's rich coming from you. It's overdose, I am. Surrender. I did two points to get in. Translation? Why would I surrender?
We are exactly where I want. Shit. Built with Russia money to make Russia money. It is no plan for Abkhaz. It is their prison. But now, they will be free! Damn! Crazy son of a bitch! Ryder? Ryder, what happened? Bastard blew himself up! I see. Time to get you out of there. We're sending a helicopter. Secure an LZ. Understood. Und da bekommen wir nochmal die Endwertung, Kapitelergebnis von R01, S-Rang und da oben seht ihr Kapitelkampfränge. Da habt ihr die einzelnen Areale. Hättet ihr jetzt dieses eine optionale Areal verpasst, dann wäre da jetzt ein Strich und wir hätten hier einen A-Rang. Spreche da aus Erfahrung, das ist nicht toll. Wir haben nochmal den Kein-Schaden-Bonus, weil wir nochmal komplett über das ganze Level keinen Schaden gehabt haben. 30 Minuten mit 42 Zandatsus, 50 Combo am längsten, das ist recht wenig, wenn ich überlege. 104 Kills, kann sich sehen lassen. Ja, das war das erste Level. Ich würde mal sagen so, ihr könnt jetzt, denke ich mal, einigermaßen so einschätzen, wie das Spiel und das Gameplay jetzt schlussendlich aussieht. Mir macht es einen Riesenspaß, das war mit einer meiner Lieblingslevel, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich einfach die beiden Bosse in dem Level sehr, sehr feiere. Sie sind fair, sie machen Spaß, sie sind sehr, sehr geil gethemed worden. Also der Soundtrack zu den Bossen ist sehr, sehr geil. Das wird sich leider im Verlauf des ganzen Spieles nicht so halten, das kann ich schon mal sagen. Das nächste Level ist ein kleiner Hurensohn, das kann ich auch schon mal sagen. Da das Spiel ab 18 ist, werde ich dementsprechend mich auch so ausdrücken dürfen. Naja, gut, Freunde. Das war auf jeden Fall der dritte Part von Let's Play Metal Gear Rising Revengeance auf Revengeance S-Rang. Ich muss das echt mal kürzen, das macht keinen Sinn, das dauernd zu wiederholen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal dann auch wieder dabei, wenn wir hier weitermachen mit dem zweiten Level, was überhaupt nicht mein Lieblingslevel ist. Und ich habe mich wieder zu... Ich kann mich einfach nicht kurz fassen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, Freunde, haut rein. Ich freue mich natürlich immer über eure Kommentare. Ich werde da reichlich mit euch natürlich in den Kommentaren auch diskutieren. Sagt mir, was ihr bis jetzt davon gehalten habt. Sagt mir, ob ich das bis jetzt gut mache. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder im zweiten Kapitel. Ich hasse es abgrundtief. Haut rein, ich wünsche euch was. Euer Wishes.